Hallo liebe Nosy Rosies, willkommen aus der Schweiz. Ja, ich bin gerade in der Schweiz und möchte mich auch noch entschuldigen, dass ich mich so selten in letzter Zeit gemeldet habe. Ich fand aber einige Themen ganz interessant, und zwar die Frage, ob man lesbisch geboren wird. Und ich finde die Frage allgemein eigentlich sehr interessant, ob gewisse Sachen einfach schon von Geburt an festgelegt sind. Also, dass man da einfach keine Wahl mehr hat, dass man, dass man eben mit gewissen Eigenschaften leben muss und dass die in keinster Weise verändert werden können. Obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass man schon auch immer noch Sachen verändern kann. Also auch wenn man irgendwie so eine bestimmte Eigenschaft hat oder so, die hinderlich ist, dass man die zumindest verformen kann, dass sie nicht mehr so hinderlich ist. Naja, egal, vielleicht versteht ihr noch nicht genau, was ich meine. Ich habe mir aber ein paar Notizen gemacht und allgemein habe ich mal so ein bisschen über das Leben nachgedacht. Und ich habe mir dazu noch ein paar Notizen gemacht und die möchte ich euch mal gerne vorlesen. Weil eigentlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob sich das ganz gut liest. Ich habe es eben gerade erst geschrieben. Ich lese euch das mal ein bisschen vor, ja? Also, was kann man überhaupt im Leben steuern? Kann man steuern, in wen man sich verliebt? Also, es gibt ja eben diese verschiedenen Partnersuchmaschinen, also wo man dann, man kann da ganz viel Geld für ausgeben und dann wird einem der perfekte Partner in einer naheliegenden Stadt vorgeschlagen, der genau die gleichen Interessen. Also sagen wir mal, ich habe mir als kleines Kind gewünscht, ich möchte so eine Fernsehfamilie haben. Eben mit einem hübschen Mann, zwei Kindern, Junge und Mädchen und dann einfach eine schöne Zeit verbringen. Jetzt kann es sein, das kriege ich alles. Und dann ist es so, dass irgendwie der Mann eine Depression bekommt. Oder eins der Kinder ist nicht behindert ist. Oder ich krank werde oder ein Unfall. Es kann ja immer alles passieren. Schlussendlich könnte einem, also das würde ja eigentlich die Vorstellung von dieser perfekten Familie komplett kaputt machen. Das heißt also, wir würden eigentlich gleich total unglücklich werden. Aber eben, das ist das Ganze. Egal, in was für einer Situation man ist dafür selber zuständig, dass man glücklich ist. Also für mich ist Glück, wenn ich mich wohlfühle und wenn ich mich entfalten kann und wenn ich mit Menschen zusammen bin, mit denen ich halt eben gerne zusammen bin. Da spielt es keine Rolle, wo ich bin. Und wie diese Familienkonstellation eben halt aussieht, spielt komplett keine Rolle. Man muss einfach selber wissen, was man möchte, was man will und sollte einfach nach dem handeln. Also ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, es gibt zum Beispiel ja Beziehungen und so, oder gibt es Frauen, die werden von ihren Männern geschlagen. Oder Frauen, die von ihren Frauen geschlagen werden. Ich meine eben, das gibt es ja alles. Es ist ja sowieso nichts undenkbar. Und die hängen aber trotzdem extrem an dieser Person. Ich denke mal, da muss man sich auf sein Herz verlassen. Wann ist der Punkt gekommen, wo ich weiß, hier geht es nicht mehr weiter? Und vielleicht kann man das gar nicht so erkennen, weil man immer denkt, ach ja, die Person, die ist ja eigentlich so lieb und so, aber er kann ja nicht oder sie kann ja nicht anders, weil das so eine Störung ist. Aber ja, und man wird, dann kann einem jemand sagen, jetzt mach mit dieser Tante oder mit diesem Typen Schluss. Der schadet dir doch nur und so weiter und so fort. Ja, vielleicht braucht man da mehrere Anläufe, um das irgendwie auch mal zu erkennen, obwohl es ja eigentlich von außen hin total offensichtlich ist, dass es eben nicht gut ist. Wendet sich eigentlich ab. Und da muss man noch viel mehr überlegen, ist es vielleicht mein Problem? Also
nicht, also es liegt nicht nur an der Person, die mich schlägt, sondern liegt das auch an mir. Ich halte das ja aus, schlussendlich bin ich dann ja Beihilfe dabei. Also man muss sich einfach zusammen dann weiterentwickeln wollen. Und nicht irgendwie die Schuld auf irgendjemanden ablagern und so. Und also irgendwie denke ich, ja genau, der Mensch, der muss einfach selber wissen. Der muss selber wissen, was er tragen kann und was nicht. Und wie viel Kraft er hat oder die er eben nicht hat. Man muss einfach sich auch eingestehen können, wenn keine Liebe mehr da ist, dass auch keine Liebe mehr da ist. Klar, jetzt eben in dem Extremfall, dass man geschlagen wird oder so, da ist sicher auch irgendwo Liebe vorhanden. Aber es ist eigentlich eher eine sehr selbstkonzentrierte Liebe von dem Menschen, der schlägt, weil er den anderen ja ins Elend zieht damit. Und das ist schlussendlich keine Liebe, sondern das ist selbstsüchtig. Sicher, es gibt auch Leute, die erkennen das dann nicht, die denken, die brauchen mich und ich liebe die Person ja auch trotzdem, die mich schlägt und so. Und ich weiß ja, dass die Person das nur macht, weil sie schwach ist und so. Aber wenn man sein eigenes Leben dem Ruin hergibt für jemand anderen, dann ist man sich selbst, glaube ich, auch sehr wenig wert. Und das ist sehr ungesund. Weil man sich für jemanden aufgibt. Und das sollte man nicht machen. Aber wenn man sich für jemanden aufgibt, dann ist es auch so, dass man der Meinung ist, dass nur diese Person einen glücklich machen kann. Und das hat, ja, das hat mit einem zu kleinen Selbstwertgefühl auch zu tun. Also praktisch zwei Leute, der eine, der schlägt die anderen, die trotzdem da bleibt. Aber ja, das sind zwei Leute, die Probleme mit sich selber haben und in einen Beziehungskonflikt verschieben. Dabei sollten sie sich beide einfach auf sich selbst konzentrieren. Manchmal ist aber auch so eine Beziehung vielleicht trotzdem gut, dass es vielleicht irgendwann vielleicht mal beide erkennen, dass beide sich verändern müssen. Und wenn die Liebe da ist, dass man sagt, ja, ich möchte mich verändern, dann kann das vielleicht auch klappen. Man kann ja nichts erzwingen. Man kann, ich weiß auch nicht, wenn man jetzt nicht mehr geliebt wird von jemandem oder so, dann kann man nicht sagen, doch verdammt nochmal, du liebst mich und so, also du wirst mich jetzt lieben. Das geht ja nicht. Das muss ja auf Gegenseitigkeit beruhen und ja, also der Vergleich von mir ist so, man kann nicht durch eine Wand rennen und man kann nicht durch sie hindurchrennen durch die Wand, aber man kann versuchen, sie zu überwinden. Man wird immer an einer Stelle bleiben und man wird sich nicht vom Fleck fortbewegen. Höchstens vielleicht, man kann dann verdrängen und dann kommt einem das immer wieder vor wie was Neues. Weiß nicht. Ja, die Menschen sind kompliziert, hä? Aber um jetzt mal ein bisschen zum Fazit zu kommen, ich glaube, dass jeder Mensch im Grunde genommen trotzdem für sein Glück selber selbstverantwortlich ist. Und ich meine damit nicht topfit durch die Gegend zu rennen und Purzelbäume zu schlagen, sondern ja, irgendwie so ein Gleichgewicht zu haben. Es gibt dafür kein Patentrezept zum Glücklichsein. Aber ich glaube, dass uns das Herz genau zeigt, wann es Zeit ist, umzukehren, wenn man eine Mauer nicht überwinden kann. Ich kann es auch in einer Beziehung nehmen, zum Beispiel, man hat alles ausprobiert zusammen schon. Also man hat so viel gegeben und probiert und es hat einfach nicht es funktioniert einfach nicht. Ob das jetzt an beiden liegt oder nur an einer Person oder man stößt immer auf Granit und man hat es versucht, aber man kann einfach nicht. Das kommt immer wieder zu ganz blöden Situationen und einfach zu Situationen, mit denen man nicht leben kann. Und dann, denke ich mal, ist es auch auf jeden Fall angebracht,
Zeit umzukehren. Aber ich glaube, das sagt einem das Herz schon selber, wenn man gesundes Selbstbewusstsein hat und Leute hat, die einen lieben. Weil es gibt immer Leute, die einen lieben. Ihr könnt mir nicht erzählen, es gibt niemanden, der euch mag. Egal, ob das jetzt die Oma, die Mama, die beste Freundin, die Schwester, egal. Es gibt immer irgendjemanden und nur schon denen seid ihr schuldig, euch nicht so gehen zu lassen. Was ich nochmal zum Thema, also ich hab mich am Anfang sehr gewehrt, mich in Frauen zu verlieben, weil ich wollte das nicht. Ich wollte ehrlich gesagt, auch wenn es sich jetzt sehr langweilig und uncool anhört, ich wollte ein ganz stinknormales Leben eigentlich haben. Aber ich habe einfach mich, ich habe dieses Bild immer noch im Kopf, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich glücklich glücklich in der Beziehung mit einer Frau war und ob jetzt die nächste vielleicht mit einem Mann sein wird oder wieder mit einer Frau, das wird sich irgendwie zeigen. Ich glaube, also für mich, zumindest für mich, ich weiß, dass ich mit beiden Geschlechtern, also mich in beide verlieben kann, aber es ist mir eigentlich ziemlich egal, ob jetzt jemand untenrum aussieht. Also wirklich, ich bin wirklich so, ich liebe den Menschen, das ist... Ja, und also trotzdem hat mir dann mein Herz war schlussendlich stärker als mein Verstand, dass ich dann trotzdem das zugelassen habe, dass ich mit einer Frau eine Beziehung hatte. Ja, es hat gesiegt, das Herz hat gesiegt. Und deswegen glaube ich auch ganz fest daran, dass mir mein Herz und auch mein Wille aus allem raushelfen. Und dass nichts falsch und nichts richtig ist, was ich mache. Solange mir mein Herz irgendwie noch sagt, dass es wert ist, für irgendwas zu kämpfen. Was man zwar nicht darf, man darf sich einfach nicht verlieren. Aber wenn das Herz stark ist, ist man auch selber stark, glaube ich. Dann noch, Ich habe mich auch mal mehr und mal weniger lieb, das ist klar. Also manchmal gehe ich einkaufen, will eine Jeans haben und denke, mein Gott, Laura, jetzt geht die Jeans auch wieder nicht zu. Oder ich sag mal, wie dick bist du denn eigentlich geworden und wie hässlich siehst du denn heute aus? Ich meine, das ist ganz normal, das hat wohl jeder. Aber was ganz wichtig ist, ich bereue nichts in meinem Leben, was ich getan habe und was ich durchmachen musste. Nichts, wirklich gar nichts. Ich meine, es waren zwar manchmal wirklich schwierige Sachen gewesen, und es werden auch noch ganz viele schwierige Sachen auf mich zukommen, da bin ich von überzeugt. Aber ich habe nie etwas bereut, was ich getan habe. Manche Dinge, die waren schwer, die konnte ich auch nicht kontrollieren, aber sie haben mich schlussendlich stärker gemacht. Naja, jeder soll seinen eigenen Weg gehen, ich gehe meinen Weg und nur ich allein bin für meinen Weg verantwortlich und ich erwarte auch überhaupt nicht, dass mich jemand auffangen muss oder mich bemitleiden muss, sondern wer mir helfen will, der soll das tun und wer nicht, der nicht. Da kann ich super mit leben. Also egal wie dramatisch das Ganze sein wird, das ganze Leben von mir oder von euch oder wie wunderschön es auch sein wird, das Wichtigste ist einfach, verliert nie den Glauben an euch selber und auch nicht an das, was ihr glaubt. Und wenn ihr den Glauben verliert, dann wird das schon seine Gründe haben. Also vertraut euch einfach selber. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Nein, ich weiß auch nicht. Egal. Amen, würde ich mal sagen. Ihr Lieben, ich gehe jetzt noch weg, raus, in die Sonne. Gehe dann noch ein bisschen Zürich unsicher machen, oder? Und in dem Fall, ich wünsche euch noch einen ganz schönen... Jetzt haben wir heute Dienstag, ja genau, Dienstag. Und wir sehen uns bald wieder. Und ja, macht es gut. Und ich hoffe, es hat euch etwas gebracht.
Okay, ich sage es nochmal auf Deutsch. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen was geholfen. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben bis jetzt. Naja, wie ihr halt möchte. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal. Ja, vielleicht, genau. Schreibt mir euer Lebensmotto in die Kommentare. Oder Dinge, die euch wichtig sind im Leben oder so. Würde mich mal interessieren, ja? Okay, jetzt können wir wieder die Schweizerdeutsche nehmen. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich würde nur sagen Tschüssli. Bye bye. Ja? Ciao, ciao zusammen. Tschüss.